Ja, sehr verehrte Gäste, wir haben uns gerade darüber unterhalten. Boss hört sich vielleicht ein bisschen Musik an. Ich bin Mitglied des Rates der Stadt Gelsenkirchen und einer der Abgeordneten aus den 18 Kreisen und den 9 kreisfreien Städten Rheinlandschaftsverband tätig und bin da nun mal der Vorsitzende. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Ich möchte ganz besonders auch Frau Schlosser, Herr Liebert natürlich begrüßen, Herr Dr. Eppenstein und als Vertreterin des Landrates die stellvertretende Landrätin Frau Stucke-Lotz. Die Eröffnung der Ausstellung Mensch plus 7000 Jahre Freunde und Feinde in unserem LWL Industriemuseum ist natürlich ein Thema, was von einer ausgesprochenen Aktualität gekennzeichnet ist. Die Fernsehbilder der Tsunami-Katastrophe in Japan zum Beispiel zeigt uns die schwerwiegenden Folgen tagtäglich, und wie feindselig und unberechenbar das Element Wasser sein kann, wird uns dort sehr nachdrücklich vor Augen geführt. Doch ist Wasser auf der anderen Seite natürlich auch Ursprung allen Lebens. Ohne Wasser gibt es kein Leben auf der Erde, weder Menschen noch Tiere noch Pflanzen. Und auch die Flüsse und Bäche waren nicht nur lebenswichtig, sondern in der geschichtlichen Entwicklung unserer Region Westfalens erkennt man die große Bedeutung, wenn man sich damit auseinandersetzt, die die Flüsse und Bäche für die Bildung dieser Region, für die Besiedlung eine Rolle gespielt haben. Nächster Fluss in Westfalen ist im Übrigen die Lippe, was ich vorher nicht wusste. Und ich freue mich darauf, dass heute Nachmittag wohl der Dr. Steplewski kommt, der Vorsitzende des Vorstands des Lippe-Verbandes. Den werde ich fragen, ob das auch stimmt. Ich hätte erst Ruhe getippt, aber gut, das, man lernt ja nie aus. Im Übrigen, in der Literatur ist die Lippe früher als die Mutter Westfalens genannt worden. Und insofern ist auch klar, welche Bedeutung dieser Fluss hatte. Aber auch die Nebenflüsse, Aase, Sieseke, Steber, viele andere, stehen bereits seit der Jungsteinzeit, also seit vor etwa 5000 Jahren vor Christus, in einem Wechselverhältnis mit der Kultur des Menschen. Und das wird in dieser Ausstellung thematisiert. Und das finde ich auch sehr spannend, weil ich davon vorher, gestehe ich, keine Ahnung hatte. Ob als Jagd- und Fischereirevier, Verkehrsweg, Kultplatz, militärische Befestigung, Wasserversorgung, Energiequelle für Mühlen, Grenzlinie oder Abwasserentsorgung, Flüsse waren immer ein wichtiger Standortfaktor. Und archäologische Funde aus der Umgebung der Flüsse und aus den Flüssen selbst haben Raritäten zustande oder zutage gebracht, die gezeigt werden sollen. Man kann im Übrigen auch darauf hinweisen, dass viele der bekannten westfälischen Städte wie Hamm, Kamen, Werne, Lüdenhalter, Dorsten ausgesprochene Flussstädte waren, also ihren Standort ganz bewusst gefunden haben im Mittelalter, als Städtegründung Hamburg waren, weil dort die Zuwegung besonders gut war. Die Bedeutung als Nahrungs- und Energiequelle, denke ich mal, liegt ohnehin auf der Hand, die Flüsse und Bäche gespielt haben. Genauso die enorme Bedeutung als Transportwege in der Zeit, als es eben noch keine Kanäle, noch keine befestigten Straßen gab. Im Mittelalter und noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts brachte die Lippe als Transportweg für Kohle, Ziegel, Salz auch einen enormen Reichtum in diese Region, weil sie Stützpunkte der Lippe-Schifffahrt waren. Die ältesten Transportmittel übrigens, die in unserer Region entdeckt wurden, sind Einbäume. Einbäume aus der Lippe, und als schriftlich überlieferte Wasserstraße rückte die Lippe, das wissen wir ja spätestens seitdem wir uns mit Varus auseinandergesetzt haben, in der Zeit um Christi Geburt, als die römischen Feldzüge sich entlang der Lippe, entlang des Rheins und dann entlang der Lippe in Richtung Niederlage gegen Varus, oder Nähe gegen Hermann, den Kyrusker, muss man sagen, bewegt haben. Aber die Flüsse wurden seit jeher als Kultplätze, genauer gesagt als Opferstätten angesehen. Über Jahrtausende hinweg wurden wertvolle und seltene Objekte, wie zum Beispiel Kulthämmer aus Hirschgeweih, Lanzenspitzen, Beile, Dolche oder Schmuck aus Bronze, geopfert. Ich nehme an, in den See geschmissen. Denn dort hat man vieles von diesen Dingen gefunden, und
Heute in der Ausstellung bekommen wir das gezeigt. Doch die Flüsse Westfalens waren nicht nur Heilsbringer. Ich habe anfangs über den Tsunami in Japan getroffen, eine Gefahr, die uns hier nicht droht, aber trotzdem gab es in der Vergangenheit sehr viele Überschwemmungen, Schiffsunglücke. Viele Menschen haben durch das Element Wasser auch ihr Leben verloren. Und wenn wir von der Ausstellung reden, Mensch und Fluss, Freunde und Feinde, dann fasst dieser Titel der Ausstellung das, wie ich finde, auch sehr, sehr gut zusammen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Ausstellung ist als Wanderausstellung konzipiert und von der Stadt Kamen in Kooperation mit dem Lippe-Verband entwickelt worden. In Kamen erlebte sie daher im Oktober des vergangenen Jahres ihre Premiere und auf unserem Ausstellungsschiff Ostara, finde ich persönlich, findet die Ausstellung nun ihre zweite Station und damit ein für dieses Thema auch ein optimales Ambiente auf dem Wasser, nicht auf der Lippe, die ist nicht schiffbar, aber immerhin in der Nähe. Der Initiator und Kurator der Ausstellung, Herrn Dr. Georg Eggenstein, den ich vorhin schon begrüßt habe, möchte ich nochmal herzlich für seine Arbeit danken. Bei seinen Recherchen in Museen, Archiven und privaten Sammlungen ist er nachträglich nochmal auf neue Exponate gestoßen, ist mir gesagt worden, die in Kamen noch nicht zur Ausstellung gehörten. Und aufgrund der Fülle dieser zusätzlichen Exponate wird ein Teil davon gleichzeitig im Hermann-Trochmann-Museum in Datteln präsentiert. Näheres wird er uns gleich sicherlich noch selbst erzählen. Herr Liebert hat ja das Programm dargestellt. Es wird auf der Fahrt zu dem Museum nicht langweilig. Da werden wir noch viel Interessante hören. Ich möchte aber abschließend, meine Damen und Herren, auch auf die Besonderheit eingehen, die Herr Niebert schon verraten hat. Für den Museumsleiter ist diese Ausstellung die letzte im Laufe seiner 20-jährigen Tätigkeit hier im Schiffshebewerk, da er zum 1. Mai in Rente gehen wird. Ich möchte mich bereits heute für Ihre langjährige und erfolgreiche Arbeit beim LWL bedanken, Herr Niebert. Ich wünsche Ihnen... noch viel Freude bei Ihrem Endspurt bis zur Pensionierung. Für den Tag danach wünsche ich uns gemeinsam viel Erfolg bei unserem Bemühen, den Schleusenpark mit der Ernennung zum Weltkulturerbe zu adeln. Meine Damen und Herren, mir ist bekannt, dass es hier in unserem LWL-Museum einen äußerst aktiven Förderverein gibt. Ich möchte die Mitglieder des Fördervereins auch nochmal ausdrücklich und herzlich begrüßen. Und Herr Liebert versprochen, sowohl der Förderverein als auch Ihr jetziger Arbeitgeber LWL bauen weiterhin auf ihre Erfahrungen und wünschen sich, dass sie ihre Sachkunde auch weiterhin bei unserem Projekt Weltkulturerbe einbringen können. Ich bin sicher, das klappt auch. Jetzt schon mal herzlichen Dank und alle guten Wünsche für Ihre Zukunft. Verehrte Gäste, ich gebe nun das Mikrofon wieder an den Museumsleiter zurück. Nein, mir wird signalisiert, wir haben noch etwas kulturell auf der. Ist das eine Tuba? Ein Bariton-Saxophon. Darauf freue ich mich und freue mich auch über Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der Ausstellung ein herzliches Glück auf.